Ja, habt ihr auch schlechte Augen, dann ist das vielleicht ein schönes Feature für euch. Man kann nämlich die Apple Watch mit dem iPhone bedienen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt kurz in einem Screencast. Ja, um die Apple Watch Synchronisierung am iPhone zu bekommen, geht ihr hier auf Einstellungen, dann in die Bedienungshilfen. Und dort gibt es einen Bereich, der heißt Apple Watch Synchronisierung. Wenn ihr den aktiviert, wird mein Bild von der Apple Watch direkt aufs iPhone gespiegelt. Und ich kann es auch hier bedienen. Also kann mich da durchscrollen, ganzen Apps aufrufen. Die Einstellung kann ich auch verändern. Und es funktionieren auch Kontrollzentrum und ähnliches hier. Und es wird direkt so auch auf der Apple Watch angezeigt. Praktisch ist das natürlich, wenn man nicht so die besten Augen hat und da mal nachschauen möchte, was die Apple Watch anzeigt. Aber man kann es auch verwenden, um zum Beispiel einen Screencast aufzunehmen. Dazu kann ich hier die Aufnahme starten. Dann starte ich die Apple Watch Synchronisierung und kann hier dann zum Beispiel zeigen, was ich anderen Leuten zeigen möchte als Video. Kann wieder rausgehen, das schließen und dann die Bildschirmaufnahme stoppen. Und die finde ich dann wieder in meinen Aufnahmen von der Fotomediathek. Die kleine feine Funktion habe ich eben bei den Bedienungshilfen entdeckt, weil ich mal so rumgestöbert habe. Eigentlich wollte ich was ganz anderes suchen, aber schön, das mal zu wissen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen oder ihr könnt es irgendwann gebrauchen. Wenn ihr irgendwelche Funktionen habt, von denen ihr denkt, das müssten andere Leute wissen, dann schickt mir gerne einen Kommentar. Ich stelle das gerne vor. Und ja, ansonsten schön, dass ihr wieder da gewesen seid und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald. Tschüss.